Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem neuen Interview innerhalb unserer Sendereihe Kandidatenkarussell Oberbürgermeisterwahl 2022 hier in unserer Hanse- und Universitätsstadt Rostock. Und wie immer stehen wir hier auf dem Kanonsberg. Ich sage immer, es ist einer meiner Lieblingsorte in der Hanse- und Universitätsstadt, weil man von hier aus einen wunderbaren Überblick hat. An meiner Seite heute Jens Kaufmann. Jens Kaufmann ist vielleicht kein ganz Unbekannter, weil Jens Kaufmann ist in den letzten Jahren damit auffällig geworden, wenn man so will, dass sie die Demonstration hier mit organisiert haben. Diese Montagsdemonstration, die auch gegen die Corona-Maßnahmen gerichtet waren, wenn man so will. Bevor wir einsteigen ins Thema, natürlich Ihr Lieblingsort in Rostock. Also erstmal hallo an alle Zuschauer, dass Sie also als MV1 dieses Format machen. Ich finde das gut, dass also nicht nur die etablierten Parteien quasi mit ihrem Vertreter, ihrer Vertreterin hier das Wort ergreifen dürfen, sondern auch parteilose Einzelkandidaten, so wie ich. So, Lieblingsort. Also es gibt in Rostock mehrere Orte, die mit Sicherheit schön sind. Und ich nehme Sie mal mit zum Anfang meiner Reise nach Rostock. Nee, also wie gesagt, wir müssen relativ kurz und wir haben zwar 20 Minuten Zeit, aber wir müssen trotzdem sozusagen auf die Frage eingehen. Nicht gleich eine Reise starten, sondern einfach Lieblingsorte. Was sind Lieblingsorte für Sie in Rostock? Die Ostsee. Ja. So, das Stadtzentrum, der Hafen zur Hanseesee und den Sonnenuntergang am Wasser. Wunderbar, wunderbar beschrieben. Aber Sie haben es gesagt und darauf wollte ich jetzt eingehen. Sie kommen aus Thüringen, man hört es sozusagen noch an Ihrem Dialekt, wenn man so will. Das ist ein Thüringer Dialekt, mir sehr verbunden, weil meine Oma hat in Arnstadt gewohnt, älteste Stadt zu DDR-Zeiten. Also habe ich auch einen Bezug zu Thüringen. Was verschlägt den Thüringer an die Küste? Was verschlägt mich an die Küste? Das Berufliche. Das heißt, nach meinem Abitur habe ich studiert in Stralsund und bin über die Armee, über die Volksmarine hier nach Rostock gekommen. So, und damit nach Rostock und da bin ich hier geblieben. Einfach, das ist viel weiter, viel schöner. Es ist einfach viel grüner. So, und die Ostsee, was sage ich immer zu den Thüringern? Wenn die hier hochkommen müssen, die hoffen, dass sie schönes Wetter haben. Und wir, wenn wir hier wohnen, wir können jederzeit, wenn wir wollen, ans Meer gehen und gehst du über die Dünen an den Strand, das ist wie ein Miniurlaub. In Thüringen, wo waren Sie, wo haben Sie sozusagen groß, wo sind Sie groß geworden, wo sind Sie aufgewachsen, wo haben Sie Abitur gemacht? Ja, ich komme aus Jena. So, und das verbindet man vielleicht dann gleich mit, weil ich sportinteressiert bin, Fußballfan. Also die Hochzeiten des FC Carl Zeiss Jena habe ich live erlebt. So, und jetzt bin ich hier, wie gesagt, an der Küste, bin Hansa-Fan, freue mich, dass also die Entwicklung da momentan positiv ist. Habe die ganzen letzten Jahre, die ganzen Bundesliga-Zeiten mit Aufstieg, Abstieg, so das habe ich alles miterlebt und das finde ich toll. Volksmarine, haben Sie gesagt, haben Sie gemacht, wie lange waren Sie dabei? 3 Jahre, 4 Jahre? Die Volksmarine selber in Rostock habe ich nur 2 Jahre gemacht, nämlich bis 1990, dann war die Wende. Und dann hatte sich dieses Kapitel in meinem Leben erledigt. Wie lange wollten Sie eigentlich machen, ursprünglich? Na, ursprünglich war angedacht, dass ich als Offizier bei der Volksmarine tätig bin. Ich habe die letzte Flottenparade hier im Hafen noch mitmachen dürfen. So, und das hatte sich dann erledigt. Also ich bin Diplom-Gesellschaftswissenschaftler und habe aber dann nach der Wende staatlich geprüfter Betriebswirt die Ausbildung genossen an der Fachschule, bin also staatlich geprüfter Betriebswirt jetzt. Ja. Uns geht es ja darum, die Menschen kennenzulernen, nicht so sehr die Vision, nicht so sehr ihre Ideen für Rostock. Deswegen bleiben wir im Biografischen so ein bisschen drin. Warum diese Entscheidung, Offizier bei der Volksmarine zu werden? Oh, dann fragen Sie mich jetzt nach 32 Jahren. Also damals war ich mit der Idee der Menschlichkeit, Solidarität, dass die Menschen, also nicht, dass es Arm und Reich gibt, das hat mir sehr gefallen. So, und dass Frieden, und das ist auch heute noch, dass Frieden zwar den Schutz braucht, aber dass wir Frieden brauchen, das waren so die Motive. Also ich übernehme Verantwortung, ich versuche selber zu denken, habe meine nehme die Dinge wahr und sehe natürlich im Rückblick vieles schon etwas anders zu der Zeit damals. Für uns als DDR-Bürger, sage ich mal, weil ich war ja auch DDR-Bürger, war diese Wende 1989, ich war Mitte 20, war ein Bruch, war ein richtiger Bruch. Also auch ein Neuanfang natürlich, auch mit Chancen verbunden, natürlich aber auch mit neuen Risiken. Wie haben Sie das damals wahrgenommen, also diese Wende? Also brach für Sie eher eine Welt zusammen oder ging es auf in eine neue Welt? Na, wahrscheinlich beides.
Also wenn Sie mit dem Herz und mit dem Verstand sagen, dass eigentlich die Idee, die dieses Land damals umsetzen wollte, eine gute Idee ist, war es für mich schon eine Herausforderung zu verstehen, warum Menschen das Land verlassen wollen. So. Im Nachhinein finde ich diese Situation damals also mega. Also die Bilder, die haben mich tief berührt. Wenn wir die heute sehen, kriegen wir alle Gänsehaut. So, und das ist von damals und so geht es mir heute. Also ich nehme in der Gesellschaft halt Probleme und Zustände wahr, wo ich sage, die sind nicht gut für eine Demokratie, die sind nicht gut für unser Land. Da müssen also Dinge passieren, wenn ich sehe, wie die Kinder leiden, wie die Alten gelitten haben, wie mit Menschen auch in Rostock umgegangen wird. Auch der alte Oberbürgermeister, Herr Matzen, die auch Lösungsideen haben, Lösungsvorschläge für das in den letzten 2 Jahren. Also wie können wir da rauskommen? Das geht nur im gemeinsamen Miteinander, im Füreinander. Und das, was wir jetzt machen, Dialog, Gespräch und nicht mit Stinkefinger und Zeigefinger und ihr seid doch Idioten, fährt mal mit dem Fahrrad vorbei. Die Gesellschaft an sich ist etwas krank. Ja. Und das, so ist konkret mein, das ist mein Ziel. Wir haben gesagt, so Sie haben gesagt, Sie lassen mich ausreden. So Ich habe gesagt, wir schneiden nicht irgendwie. Ja. Wir schneiden nicht und wir wollen nicht schneiden. Aber wie gesagt, ich stelle ja Fragen und ich will ein bisschen chronologisch vorgehen. Ja. Wir waren jetzt bei 1989, 90. Es ging um den neuen Aufbruch und dann haben Sie gleich den weiten Bogen in unsere Zeit gespannt. Wie gesagt, Sie können auch noch was sagen zu Ihren Ideen und Visionen. Aber erstmal bleiben wir noch mal bei 1990. Was haben Sie dann gemacht unmittelbar nach der Wende? Na, die Ausbildung zum staatlich geprüften Betriebswirt. So, und das ging 2 Jahre und dann bin ich quasi direkt in die Selbstständigkeit gegangen. So, habe also Vertrieb gemacht, habe mit Haus- und Finanzsachen zu tun gehabt. Und Mitte der 90er Jahre habe ich dann diese Druck-, Grafik- und Werbesachen gemacht, bis dann 2003, 2004, daher kennen wir uns, daher kennen mich wahrscheinlich auch viele Zuschauer, diese Idee dieser Schlemmer-Card entstanden ist. 2 Essen zum Preis von 1, also so, dass mich auch aus dieser Zeit, also wahrscheinlich tausende Menschen hier in Rostock kennen, die dann Heiligabend so eine Schlemmer-Card unter dem Weihnachtsbaum hatten, also die Leute, die es gekauft hatten, hatten ein tolles Weihnachtsgeschenk und die das Geschenk bekommen haben, die konnten günstig essen gehen, der alte Fritz war mal dabei und viele andere Gaststätten auch. Ja, ich kann mich gut daran erinnern, irgendwie, es war eine schöne, originelle Idee, war aber nicht Ihre Idee, sondern die gab es schon vorher. Das Schlemmer-Card-Paket, so wie es auf den Markt kam, ist meine Idee. Ja. Diese Idee, 2 zum Preis von 1, die gab es sicherlich bundesweit in Büchern, das damals 60 Mark kosten sollte und das ist für ein Geschenk nicht gut, ein Buch ist nicht gut. Und da ich mit diesen farbigen Visitenkarten zu tun hatte, war das ganz klar, wie muss ein Geschenk aussehen. Es muss goldverpackt sein, es muss schön sein, es muss ansprechbar sein, es muss vom Handling her gut sein, also praktikabel sein und deswegen... Gestehen Sie es mir bitte zu, das Schlemmer-Card-Paket habe ich erfunden, organisiert und umgesetzt. Die Idee 2 zum Preis von 1 kommt von anderen. Sie haben das Fernsehen auch nicht erfunden, sind trotzdem ein eigener Sender. Also ich habe ja auch nur gefragt. Also Fragen müssen Sie zulassen dürfen irgendwie. Also man merkt, dass Sie sozusagen Verkäufer sind. Verkäufer muss ja durch Persönlichkeit überzeugen und natürlich davon, dass er von seinem Produkt, was er vertreibt, natürlich auch überzeugt ist. Genau. Würde ich genauso stehen lassen. Ja. Und kennen Sie auch diesen Spruch, den ein guter Verkäufer ja auch kennen muss? Wann beginnt Verkauf? Sagen Sie es mir. Wenn der Kunde Nein sagt. Also, jetzt ergänze ich das. Also Sie müssen als guter Verkäufer in der Lage sein, 3 Neins des Kunden zu überhören. Trotzdem weiterzumachen, trotzdem zu sprechen. Also mit einem Nein werden Sie nie ein guter Verkäufer. Sie müssen in der Lage sein, also bei den Menschen, wenn die Nein sagen, ja, verstehe ich, aber und wir schauen Sie mal und gucken Sie mal. Verkauf ist ein großartiges Thema sozusagen, also was mit Psychologie zu tun hat. Es ist interessant natürlich, weil es aber auch immer mit Kommunikation zu tun hat. Und immer wieder mit Menschen, auf die man natürlich neu trifft, die man sich öffnen muss, die man natürlich auch für sich gewinnen muss. Wann haben Sie gespürt, dass Sie dafür eine Ader haben? Na, zu der Zeit, als ich diese Solo-Selbstständigkeit begonnen habe, also früh losgefahren bin, ich habe dann so diese Visitenkarten, diese farbigen gemacht, da braucht man einen Sammeldruck, also Kaltakquise, schönen guten Tag, ist es möglich, ihr die Geschäftsleitung zu sprechen, so, da war es dann ein Unterschied, kommst du in der Jeans oder irgendwas oder hast einen Anzug an, also das war schon alles ganz gut, so, aber das war ein permanentes auf Menschen zugehen, ich habe da profitiert von den Erfahrungen, die ich ganz am Anfang gemacht habe. Viele werden den MW-Vertrieb kennen, also so Strukturvertrieb. So, und da ist es auch wichtig, also mit Motivation, mit Zielen, mit zielstrebigen Handeln, mit Verantwortung. Und das hat alles immer mit Menschen zu tun, so wie heute. Ja.
Was machen Sie heute? Womit verdienen Sie heute Ihr Geld? Das frage ich Sie auch nicht, Herr Böhm. Das können Sie mich ruhig fragen. Ja, so, also die Frage, weil es natürlich, über die Frage möchte ich Sie so stehen lassen. Herr Kaufmann, Sie streben ja ein höheres Amt an. Ja, deswegen ist, glaube ich, die Menschen besonders daran interessiert, zu erfahren, was Herr Kaufmann heute macht. Deswegen frage ich nach. Wenn Sie die Frage nicht beantworten wollen, ist das natürlich Ihr gutes Recht. Ich kann Sie natürlich nicht zwingen, meine Fragen zu beantworten. Ich beantworte Ihnen gern die Frage, was ich heute mache. Ja. Womit ich mein Geld verdiene und ob ich Geld verdiene, das denke ich, das geht in meine Privatsphäre. Das hat weder Sie noch die Zuschauer zu interessieren. Und was ich heute mache, warum kennen mich tausende Menschen als das Gesicht in Rostock, als Verantwortlicher für diese gesamte Montagsdemo? Hier eine Korrektur zu Ihrem Anfangsstatement, nicht gegen Corona waren die Demos, sondern sie waren für etwas. Für ein Ende von Hass, Hetze, Spaltung, für ein Ende dieser fraglichen Corona-Maßnahmen, also für etwas bin ich auf die Straße gegangen. Das muss ich auch richtig stellen, ganz kurz. Ich habe nicht gesagt, dass Sie gegen Corona demonstriert haben, sondern gegen die Corona-Maßnahmen. Dagegen haben Sie demonstriert oder dagegen haben Sie aufgerufen in Ihren Demonstrationen. Aber jetzt nochmal die Frage, also Sie haben ja gerade die Frage erlaubt, nach der Frage, was machen Sie heute? Also seit 2 Jahren beschäftige ich mich eigentlich wirklich mit dieser Gesellschaftskrise, die wir haben. Und wenn das am Anfang eine Krise war, wo gibt es Corona, für Fürworter, Leugner, kam ja das Thema Impfen dann dazu. Wir sind ja mittlerweile mit Krieg, Frieden. Wir haben eine Energie- und Heizkrise. Wir wissen aus den Gesprächen, wir haben ein Bürgerbegehren für einen Bürgerentscheid umgesetzt. Wir haben mit Menschen gesprochen. So, und letztendlich, um die Kurve zur Ausgangsfrage jetzt zu geben, das bewegt mich als Mensch tief. Ich bin Vater 3er Kinder. Ich habe 3 wundervolle Enkel. So, dadurch, dass ich Gesellschaftswissenschaften studiert habe, und vielleicht fragen Sie mich noch, was ich lese. Also ich lese sehr viel mit Politik, Gesellschaft, aber eben breit gefächert. Ich mache mir so eine Sorgen um die Entwicklung in dieser Gesellschaft, sodass ich es als bedrückend wahrnehme, auch wie der OB-Wahlkampf geführt wird. Das Thema Krieg, Frieden gibt es nicht. Das Thema, wie geht es den Menschen? So, wenn eine Frau mir in Lüttenkleine erzählt über den Zustand unserer Stadt, fahren Sie mal mit einem Rollator durch die Stadt, dann sind das Dinge, die mich bewegen. Und wenn wir jetzt das Größte, was mich bewegt, ob wir alle gemeinsam am 24.12. Heiligabend ein Weihnachtsfest hier in Rostock verbringen können. Wir haben eine Mobilmachung in Russland, eine Teilmobilmachung. Die Deutschen mit unserer Geschichte, wir liefern Waffen in ein Kriegsgebiet. So, wir finanzieren das. Und wir müssten als Menschen geschlossen alle auf die Straße gehen. Das Rathaus, die Verwaltung und für Frieden auf die Straße gehen. Wir müssen Friedensland Nummer 1 sein. Dieser Krieg hat das Potenzial, zu einem Nuklearkrieg zu werden. Ja, Moment, aber den Einsatz, ja, glauben Sie mir ja gleich noch? Nee, jetzt so, in dem Moment würde ich jetzt mal wieder eine Zwischenfrage stellen. Und das zwar finde ich genau. Jetzt nicht sehr kooperativ. Nee, ich finde nicht sehr kooperativ, wenn Sie sich in Monologen verlieren, ja, und wo ich da nicht zwischenfragen darf. Und das ist ja mein gutes Recht als Moderator, mir diese Momente rauszusuchen, wo ich jetzt zwischenfrage. Aber Sie haben den Eindruck, dass sozusagen die Gesellschaft sozusagen diesen Krieg in der Ukraine, diesen Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine nicht richtig einschätzt, sondern dass Sie sozusagen sagen, okay, so muss er eingeschätzt werden. Nein, das habe ich so nicht gesagt. Also die Worte würde ich, jeder Krieg ist ein Verbrechen gegen die Menschheit. Jeder, ja, Krieg. Ich frage hier nochmal nach, also müsste der OB-Wahlkampf also sich viel mehr auch um dieses Thema kümmern. Das ist ja Ihre legitime Haltung dazu. Müsste sich das auch viel mehr thematisieren. Wir wissen nicht, wie wir über den Herbst und Winter kommen, die Unternehmen und die Menschen, ob wir Wärmehalle planen, ob die Geschäfte ihre Kühlketten aufrechterhalten, ob die Bäckerei backen können, das wissen wir momentan nicht. Und ich glaube, das Einzige, die Lösung, wenn es eine gibt, wird der Dialog, das Gespräch sein. Und hier würde ich mir ganz klar die Zeichen aus Berlin wünschen, ich würde mir die Zeichen aus Schwerin wünschen und das, was ich machen werde, wenn es nicht kommt, und ich werde Oberbürgermeister, ich werde diese Initiative aus Rostock starten. Ich werde diese Kriegspartei nach Rostock einladen, weil es gibt nichts Schlimmeres als weiter Waffen, Waffen, Waffen. Auch diese Überlegung, also wir spalten Europa. Das ist also das, was mich auf die Straße bringt, was mich bewegt. Nein, nicht Spaltung, vereinen, Dialog, miteinander, mit gemeinsamem Gespräch sein. So, das ist für mich ganz wichtig. Glauben Sie, dass das die Menschen in dieser Gesellschaft
Gesellschaft nicht wollen. Also gerade, dass wir sie beschrieben haben, das sind natürlich Ängste, die ganz viele Menschen, glaube ich, genauso empfinden wie sie auch natürlich. Die Angst haben natürlich vor einem Atomkrieg, die Angst haben vor der Unsicherheit, die vielleicht mit dem kommenden Winter verbunden sind. Aber vielleicht im Gegensatz zu ihnen verlassen sich die Menschen ein Stück weit natürlich auch darauf, dass es wieder Leute gibt, denen es natürlich auch genau um diese Fragen geht. Und die zum Beispiel beim Thema Energie, wie hier die Stadtwerke in Rostock zum Beispiel oder Energieunternehmen im ganzen Land, dafür sorgen werden natürlich, dass wir hier vielleicht also sicher durch diesen Winter kommen und auch vielleicht dort durch den nächsten Winter und dass wir eine Lösung finden für unsere Energieprobleme. Ja, das muss zwingend her. Es muss zwingend her, dass eine Lösung gefunden wird, die pragmatisch ist, die über diese ganzen Ideologien, Parteigrenzen hinweggehen muss. Die Frage nochmal, wo es herkommt in den Krieg, seit wann können Sie mit Benzin ein Feuer löschen? Das kriegen Sie nicht hin. Wenn Frau Baerbock sagt, also mit Waffen kann man Leben retten, Waffen retten Leben, es ist Bullshit. Wem wollen Sie das erklären? Waffen retten Leben? Jetzt würde ich aber widersprechen. Natürlich können Waffen Leben retten. Das war schon immer in der Geschichte so, dass sozusagen, wenn ich einen Aggressor, wenn ich Hitler, was weiß ich, schon 1933 um die Ecke gebracht hätte, hätten wir bestimmte Probleme nicht gehabt irgendwo. Aber wir haben es nicht gemacht irgendwie, weil wir natürlich geglaubt haben, natürlich an die Kraft des Gesprächs, an die Kraft des Dialogs, an die Kraft letztendlich auch, dass man nachgibt und dass jemand einlenkt. Das ist ein gutes Beispiel in der Geschichte, wo wir sagen irgendwie, Putin ist der klassische Charakter, der eben nicht einlenkt. Das Gespräch wird gesucht. Da laufen doch Kanäle weltweit. Wie kommen Sie dazu zu behaupten, dass das alles nicht gemacht wird? Das habe ich nicht behauptet, Herr Böhm. Ja, aber Sie haben doch gerade gesagt, wir müssen in den Dialog gehen. Da findet doch Angebote statt, auch für Dialog, auch in Richtung Russland. Aber man muss, glaube ich, auch kraftvoll was dagegen setzen, wenn das eben nicht gehört wird. Sie können mit Waffen keinen Frieden schaffen. Dafür habe ich die Grünen damals bewundert. Schwerter zu Flugscharen, Frieden schaffen ohne Waffen. Das geht nicht. Fragen Sie einen Vater, eine Mutter von beiden Kriegsparteien. Fragen Sie die. Ich frage Sie, ziehen Sie gerne in den Krieg? Wer zieht gerne in den Krieg? So, und ich sage, Pep Guardiola hat da mal ein schönes Zitat gebracht, Anfang März. Die Politiker sind gewählt und die Dinge passieren trotzdem. Das sagt er, nicht ich, weil sie Versager sind, komplette Versager. Es geht nicht um ein Stück Land und eine Flagge. Es passiert in Syrien, Jugoslawien, Irak, Afghanistan. So, und es geht dann weiter, dass halt die europäischen Organisationen und die Politiker Versager sind. Und er wiederholt, komplette Versager. So, und ich wünsche mir einfach, dass die Menschen, also das muss zusammengehen. Also wir, mit Waffen können sie das nicht machen. Wir sagen natürlich ganz klar, das ist Ihre Position, das ist nicht unsere Position, weil ich erlebe Politik natürlich auch anders. Ich erlebe Politik natürlich in der Organisation eines Landes, in der Organisation eines Staates, in der Organisation einer Stadt. Hier, wie gesagt, es funktioniert, dieses Land funktioniert. Wir schlagen uns nicht gegenseitig die Birne ein, sondern wir leben friedlich miteinander und sind im Gespräch. Haben Sie nicht den Eindruck? Ich nehme Sie gerne mal mit nach Lüttenklein, nach Großklein. Wir haben also mit dem Bürgerbegehren sehr viel mit Menschen gesprochen, auch zu dieser Thematik. Und wenn ich Sätze höre, die entscheiden da oben eh, was sie wollen. Da kannst du eh nichts machen. Und das Thema Krieg, Frieden und Angst vor diesem Krieg bei den Menschen, mit denen ich und wir gesprochen haben, das steht ganz oben. Das, was wir machen hier, ist der Versuch eines Dialogs. Und dieses Bürgerbegehren hat ja das Ziel, diese Spaltung von damals quasi, wo ich sage, das müsste so sein wie zur Wende. Welche Spaltung von damals? Also mit den Corona-Kritikern, Befürwortern, Impfkritikern und so, also jetzt von vor 2,5 Jahren. Zur Wende gab es die Stadthalle, da saßen 3.000-4.000 Menschen drin. Da standen Mikrofone, da war die Kommunalpolitik da und die Menschen waren im Dialog und Gespräch. Also auch, um sich zu diesen Themen Krieg, Frieden auszutauschen. Und sowas wünsche ich mir. Aber damals haben wir gerade ein System abgelöst, nämlich ein sozialistisches Unrechtssystem, wenn man so will. Das wurde abgelöst dadurch, dass Menschen bereit waren, natürlich in diesen Dialog auch mit diesem Unrechtsstaat zu gehen irgendwo. Heute haben wir eigentlich ein gefestigtes demokratisches System. Man mag über Demokratie denken, wie man möchte, aber es ist ein funktionierendes System. Und es versucht auch, die Menschen mitzunehmen und auf die Sorgen, Ängste und Nöte dieser Menschen einzugehen. Hatten Sie nicht den Eindruck, dass wir jetzt diese Krise, diese Corona-Krise, eine weltweite Pandemie eigentlich ganz gut gemeistert haben bis heute? Also ich bewundere Sie für Ihre Schlagworte, die Sie hier reinbringen. Das, was ich gemacht habe, ich habe hier ein Bild gezeichnet, wie ich mir heute Dialog vorstelle. Das hatte mit Sozialismus jetzt gar nichts zu tun.
So, nochmal, kommen Sie bitte mit uns in die Wohngebiete. Fragen Sie die Menschen. Wir haben über 10.000, 12.000 Menschen, mit denen waren wir im Gespräch. Soll es ein Bürgerforum geben, eine Bürgerfragerunde zwischen dem OB, der Bürgerschaft und so weiter? Ist ein klares Votum. Ist ein klares Votum. Das Menschen trauen sich ja nicht mal Ja zu sagen, weil die Daten erfasst werden. Aber fragen Sie die Menschen. Wir können uns hier Plattitüden an den Kopf hauen, ob und wo das hier demokratisch ist. Was ich in 2,5 Jahren hier erlebt habe, wenn ein Oberbürgermeister 54 Einladungen zu einem Dialog ignoriert, Herr Böhm, dann sind wir von einer gesunden Demokratie ganz weit entfernt. Aber das ist doch, wenn ein Sozialsenator sich äußert an Gesprächen dieser Art mit Menschen wie uns, hat er kein Interesse. Ein Sozialsenator der Hansestadt, der muss doch verbinden, der muss doch eine, der muss auf die Menschen zugehen. Wir müssen nicht in einer Meinung sein, da sind wir uns ja einig. Ja. Aber wenn wir Dialog nicht haben, wenn wir Gespräche nicht haben, wenn wir Menschen ausgrenzen, es ist eine aktive Ausgrenzung von Vätern, von Müttern, von Großeltern, dann ist in dieser Gesellschaft, leider auch in Rostock, ist etwas, was unbedingt geändert, verändert, bewegt, positiver gestaltet werden muss. Und das ist letztlich dann der Schluss von 2,5 Jahren Vorschlag machen, 54 Demos vorm Rathaus, die ignoriert werden, ein Bürgerbegehren, die Bürgerschaft, die das ignoriert, zu dem Schluss, dann gehe ich als Mensch selber ins Rathaus und ich richte, das ist Punkt 1, ich richte eine Bürgerfragerunde ein, 14-tägig. Ich, steht in meinem Programm für die Stadt Rostock, ich mache das. Und das Zweite, was vielleicht wichtig ist, wenn wir in Groß-Klein sitzen. Wir reden hier über Millionenprojekte. Wir reden, es geht um Kinder jetzt. Genau. Moment, Herr Böhm. Aber das interessiert uns jetzt im Moment nicht sozusagen. Die Vision interessieren uns nicht so sehr. Also es sondern gibt in Rostock Kinder, die hungern. Sondern wir hatten gesagt, uns interessiert natürlich erstmal das, was den Menschen Herrn Kaufmann ausmacht. Das finde ich ja interessant, weil das natürlich auch ein Teil Ihrer Persönlichkeit ist. Das, was Sie hier natürlich auch entfalten. Sprechen wir nochmal über sozusagen die Zeit der Demonstration, die Sie ja ganz intensiv erlebt haben auch, weil Sie ja viele dieser Demonstrationen organisiert haben. Sie standen vor dem Rathaus, manchmal auch alleine oder mit wenigen Mitstreitern und haben dann aufgerufen, haben den Bürgermeister hier herausgebeten und der Bürgermeister ist nicht gekommen. Ist es nicht sein gutes Recht, selbst zu entscheiden, wo er in den Dialog tritt, oder muss er auf jeden Hans und Franz hören, der draußen auf dem Neuen Markt vorbeiläuft und so einen Dialog fordert? Sie können sich jetzt gerne für Hans und Franz bei mir entschuldigen, Herr Böhm. Nein, Sie bezeichnen mich jetzt als Hans und Franz. Ich würde dann, wenn Sie das so sehen, dann entschuldige ich mich natürlich. Danke. Aber sozusagen, ich beziehe mich da aber auch mit ein. Denn nicht jedes Interviewanfrage, die wir gestellt haben, bekommen wir auch positiv bestiegen. Dahinter steht ein komplexer Entscheidungsmechanismus. Sie haben es verstanden. Also zu dieser Geschichte mit den Montagsdemos im Dezember und Januar und dem Oberbürgermeister. Das, was ich über die Versammlungsbehörde und die Polizei als Kooperationsgespräch wahrgenommen habe, hat den Namen nicht verdient. Zu der Zeit, können Sie mir gerne erklären, gab es die Demos in Schwerin und Neubrandenburg, wo es keine Maskenpflicht gab. Und es war unbedingt notwendig, Rostock diese Maskenpflicht zu machen. Warum? Weil das logischerweise das Einsatzlevel für die Polizei sehr reduziert. Und in meiner Voraussicht, in meiner Verantwortung für die Menschen in dieser Stadt und für die Stadt als Stadt des Friedens, der Freiheit, der Völkerverständigung und so weiter, bin ich auf den OB zugegangen. Wenn Herr Madsen die Hansa-Aufstiegsfeier, und das sei den allen gegönnt, auf dem Neuen Markt mit 8.000 Menschen zulässt, ohne Masken, mit Pyrotechnik, Alkohol, dann war ich der Meinung, muss, wenn diese Entwicklung vorauszusehen ist, das Stadtoberhaupt die Sache in die Hand nehmen. Die muss also zur Chefsache gemacht werden. Und deswegen habe ich vorher den OB gebeten, ins Gespräch zu kommen. Ich habe ihn gebeten, die Versammlungsbescheide zu unterschreiben. Ich habe die Presse informiert, auch MV1. Und ich habe die Bürgerschaft informiert, weil ich gesehen habe, was kommt, wenn wir als Gemeinschaft nicht einen guten Weg finden, wenn tausende Menschen auf der Straße sind. Gut, da gibt es ja ganz unterschiedliche Positionen auch dazu, weil, glaube ich, die Mehrheit der Bevölkerung zu dem Zeitpunkt nicht auf der Straße war und durchaus auch Maßnahmen nachvollziehen konnte, die die Politik getroffen hat. Aber natürlich ist Kritik berechtigt. Das ist ganz natürlich berechtigt. Und diese Hansa-Aufstiegsfeier mit 8.000 Menschen auf den Neuen Markt, die spottete natürlich jeder Corona-Maßnahme, die damals natürlich noch in Kraft waren, die spottet natürlich jeder dieser Maßnahmen. Aber nochmal, warum will Jens Kaufmann sich das wirklich antun und Oberbürgermeister in einer solchen Stadt wie Rostock werden?
Ich habe es schon versucht, mal anzusprechen. Es ist also eine logische, ich fange anders an, aus meiner Jugend, von meinem Vater. Es gibt also wenig Sätze von meinem Papa. Und er sagte aber, Kritik kannst du üben. Eine Kritik ist aber nur dann gut, wenn du Lösungsideen hast und wenn du bereit bist, Verantwortung zu übernehmen. So, ich brauche als Mensch nicht hier noch ein, zwei Jahre im Kreis zu laufen, für Grundrechte zu demonstrieren. Ich brauche nicht zu sagen, der OB hat das nicht gut gemacht, Konsequenz der letzten zwei Jahre. Ich frage noch mal ganz kurz nach, wieso demonstrieren Sie für Grundrechte? Das ist doch ein Grundrecht, was Sie dort wahrnehmen, nämlich demonstrieren zu dürfen. Da haben Sie vollkommen recht und wir können uns gerne mal zusammensetzen, dann wird das keine fünf Minuten sein. Und ich erzähle Ihnen, was ich praktisch erlebt habe. Sie haben ja eben gesagt, da gibt es verschiedene Auffassungen, Herr Böhm und die Zuschauer. Ich kann aus meinem praktischen Erleben erzählen, was ich hier in Rostock erlebt habe. So, und das ist etwas, was mich dazu bewegt. Ich kann in die Zukunft gucken, ich kann sagen, das geht so weiter. Oder ich kann sagen, wenn ich diese Hass, Hetze, Spaltung, diese Gesellschaft, die muss geeint werden, die müssen zusammen, die müssen miteinander reden. Wer soll es denn machen? Also dafür habe ich mal am 11.02.21 die erste Demo gemacht, vorm Rathaus. Es wäre inkonsequent, es wäre... Jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Das ist ja gelogen. Ich gehe da auf die Straße und jetzt, wo es darum geht, Verantwortung zu übernehmen, stelle ich mich hin und sage, lass das die anderen machen. Nein, es ist der Versuch, dort Verantwortung zu übernehmen. So, gucken Sie ins Programm, das werden wir die nächsten Tage veröffentlichen. Da ist das Thema Dialog, Mitbestimmung der Menschen. Also bauen wir eine Brücke, bauen wir ein Museum. Steht da ganz groß. Und jetzt lassen Sie mich den Satz zu den Kindern sagen. Und ich finde das für Rostock wichtig. Ich war im groß-kleinen Bürgerhus und da habe ich von der Arche und so gehört, hier in Rostock hungern Kinder. Es hungern Kinder, die haben nicht genug zu essen. Und wir überlegen, bei der Brücke haben wir 20% zu tragen. Bei dem Museum, was gebaut sind 27,27%. Das sind Millionen, die die Stadt hat oder aufbringen soll. Wir wissen gar nicht, wie wollen wir das kalkulieren die nächsten Jahre. Bei den Preisen, Energiepreise, Materialpreise, welche Unternehmen überleben überhaupt. So, und wir sind nicht in der Lage, die Kinder ausreichend mit Essen zu versorgen. Aber wenn Sie das sehen, dass Sie Kinder nicht ausreichend mit Essen versorgen können, wenn Kinder hungern, dann würde ich an Ihrer Stelle was anderes machen. Dann würde ich nämlich Anzeige erstatten bei der Polizei. Das ist nämlich Verwahrlosung von Kindern, was dort betrieben wird. Das kann man ja so nicht stehen lassen, Herr Kaufmann. Deswegen glaube ich nicht, dass hier in der Stadt so viele Kinder hungern. Ich glaube, wir haben natürlich ein Problem mit Armut. Das auf alle Fälle. Aber Herr Kaufmann, an dieser Stelle... Wahnsinn groß klein mal. Natürlich, Böhm, natürlich. Ich habe sogar in Großteilen sogar mal gewohnt, muss ich sagen. Also da gibt's, die sind psychisch geschädigt, die Kinder teilweise, durch diese Zeit. Und ich meine einfach, und das ist eben Menschlichkeit, fühlen, denken, handeln, Menschlichkeit, da haben wir als Stadt eine Verantwortung, diese Ursachen oder zu gucken, dass auch dafür Geld da ist. Sport, Herr Kaufmann? Kultur brauchen wir nicht machen, wenn wir die Kinder nicht versorgen können. An dieser Stelle vielen Dank erstmal für Ihre Ausführung. Und wir wollen natürlich am Ball bleiben. Jetzt ging es uns erstmal um den Menschen Jens Kaufmann. Ne, unsere Zeit ist jetzt sozusagen rum. Wir haben ja ein Format gehabt, wo Sie jetzt die Zeit gelabt haben. Wir schneiden das auch nicht, das versprechen wir Ihnen. Ne, also das können Sie nachher natürlich im Netz überprüfen. Und liebe Zuschauer, wir danken Ihnen natürlich erstmal fürs Zuschauen und freuen uns auf ein Wiedersehen mit Herr Kaufmann und anderen Kandidaten. Und dann wird es natürlich in der zweiten Runde auch um Visionen, um Vorhaben, um Konkretes gehen. An dieser Stelle erstmal vielen Dank. Dann liebe Grüße nach MV, lieben Dank Herr Böhm und Ihnen alles Gute, Gesundheit und vor allen Dingen Frieden. Danke. Bis zum nächsten Mal, liebe Zuschauer.